So, hallo, servus. So, wir machen weiter mit Enotria. Wir sind hier jetzt vor dem Endboss, ne? Arlecchino haben wir. Und danach haben wir Pulcinella. Wir sind im NG++. Und ja, das wird wahrscheinlich jetzt die zwei. Die zwei werden wahrscheinlich die schwersten sein, die wir bis hierhin hatten. Nehme ich mal an. Ja, wir werden mal sehen, ob wir hier jetzt viel schneiden müssen, ne? Oder nicht. Werden wir sehen. Und ja, wir starten einfach rein mit Arlecchino. Ich gucke nochmal. Ich habe hier Aspekt des Elementaristen. Ich weiß nicht, ob eine Giftwaffe jetzt aktuell gut ist jetzt gegen den. Der hat jetzt auch drei Phasen. Ne? Werden wir mal sehen. Das wäre auf jeden Fall gut. Wenn wir jetzt nicht allzu lange brauchen. Achso, der blockiert alles, ne? Habe ich total vergessen, was für ein Bastard du warst. Ja, keine Ahnung. Das fängt natürlich wieder super an, hier. Wir heilen uns mal. Ja, ich finde es auf jeden Fall super, dass der Penner alles blockiert. Ich mache einfach mal hier den hier. Ich glaube, vergiften kann ich den wohl nicht irgendwie, ja? Nehmen wir einfach noch einen Ansaft. Ich glaube, das war zu weit weg. Naja, das war zu weit weg. Okay. Geht in seine zweite Phase. Soll er mal machen. Der Missgeburt. Ich kriege ja jetzt meinen Crit, ne? Gleich. Ja. Ja, gut, das macht jetzt nicht so viel Schaden bei dem. Das macht jetzt nicht so viel Schaden. Okay, da war schon viel besser, ne? Okay, wir haben den in der zweiten Phase schon. Das ist auf jeden Fall nice. Das ist auf jeden Fall nice. Vergiftet ist er auch, ne? Oder? Jetzt kommt hier diese beschissene Combo. Okay, da hätte ich eigentlich weggehen sollen. Definitiv. Dann müssen wir mal schauen. Da muss ich mal schauen. Warum bin ich gestunt, Alter? Wahnsinn. Nervig. Total nervig, die dritte Phase, ne? Total nervig. Mit seiner Teleportation und seinem Blocken. Können wir weglaufen am besten. Okay, Heilung haben wir noch. Nehmen wir hier den hier.
Sehr gut gemacht, ne? Sehr gut gemacht. Okay, sehr gut. Hätte ich doch wieder wechseln sollen, ne? Normalerweise schon. Okay. Die Fähigkeit, die haut definitiv krass rein. Wir rennen einfach mal, wenn er das macht. Hör doch mal auf, dich jedes Mal weg zu teleportieren. Das ist ja unglaublich, mein Gott. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Wenn ich tot bin, ist es... Ja. Das ist natürlich Mist. Diese ganze Kameraführung, das ist... Ja, das ist richtig für einen Arsch, ne? Muss man sagen. Okay, wir machen das mal so. Wir nehmen... Ich weiß jetzt nicht, gegen was der am meisten anfällt. Wir nehmen mal hier, wenn wir einen Crit bekommen, da wir sowieso nicht so viel Schaden machen, dass wir den verseuchten Strahl reinnehmen. Und hoffen, dass wir dann, wenn wir den Crit haben, den runterballern. Ja. Das ist so der Plan. Aber für den ersten Versuch war es eigentlich ganz gut. Wir nehmen hier die Dinge, definitiv. Okay, der war schlecht. Okay, das macht auf jeden Fall gut Schaden bei ihm, definitiv. Warum geht er nicht in die zweite Phase? Ja, jetzt passt. Passt für mich. So, die Fähigkeit mit dem Strahl heben wir uns dann auf, ne, für die zweite Phase. Aber ich meine, wenn der jetzt die blaue Leiste voll bekommt, haue ich den runter. Soll's. Der geht sowieso. Oh, er ist vergiftet. Das ist gut. Man, er wird ja sowieso in die zweite Phase gehen, oder? Jetzt. Ja. War klar. Oh, tut mir leid.
Wir gucken, dass wir, wenn den jetzt einmal noch stunnen, dass wir dann unsere verseuchten Lichter draufhauen, ne? Okay, jetzt muss ich aufpassen. Er visiert auch hier ab von alleine, der Mistkerl. Ja, hat er gemacht. Ich hasse das. Ja. Okay, da war schlecht. Warte, wir müssen hier noch mal den hier nehmen. The stage is set. Nochmal, oder was? Shit. Okay, das ist eine gute Fähigkeit. Passt. Gleich haben wir ihn. Soweit. Ich weiß aber nicht, wie viel Schaden wir dann machen. Das ist die Frage. Danke, dass du dich jedes Mal wegteleportieren tust, du Bastard, du. Nehmen wir nochmal hier. Ja, und? Du Missgeburt. Ja, komm, mach. Jawohl, sehr nice. Hast du gut gemacht. Und hier, nimm das jetzt. So, gleich haben wir den. Bist du jetzt wirklich verbuggt? Gerade wo ich dich jetzt hatte, oder was? Ach, fuck you. Genau den wollte ich machen eigentlich. Ey, das ist doch ein Mist. Genau wo ich den hatte, das kann ja auch nicht wahr sein, oder? Ich hatte ihn fast genau da, wo ich ihn gebraucht habe. Der ist ja so ein Scheiß. Das ab. Kann ich irgendwas werfen oder so? Kann ich irgendwas werfen? Ich möchte irgendwas werfen. Werf einfach das hier, habe ich 4 Stück. Das ist natürlich so ein Mist, ne? Ich meine, der Kampf dauert ja schon so lange. Mann. Wieso habe ich jetzt meine Seelen da drin überhaupt? Wahnsinn. Ja, super, jetzt bin ich voll raus. Jetzt verpiss dich mal, Alter. Ich will jetzt keine Heilung verbrauchen. Hier, nimm das hier. Gut, nutze ich hier meine Heilung. Hier, friss das jetzt. Was auch immer das bringt. Gar nichts irgendwie. A private performance just for you. Craftsmanship.
Egal, probieren wir mal aus. Ja, okay. Der macht auf jeden Fall fetten Schaden. Krass. Das macht auf jeden Fall fetten Schaden. Ja, ja, das macht auf jeden Fall krassen Schaden. Nehme ich gleich nochmal jetzt, einfach. Egal. Dann geht er direkt wieder in die zweite Phase. Passt. Oh, okay. Sogar noch nicht mal. Oh, ich hab den sogar. Der ist nicht in die zweite Phase. Aber er geht jetzt gleich, ne? Ja, war klar. Aber gut, wir wissen jetzt, dass die Fähigkeit den wegbumst wie nix, ne? Jetzt muss man nur noch einmal voll bekommen. Wenn der nicht wieder verbuggt ist. Dauert halt noch ein bisschen. Habe ich ihn getroffen? Nee, ne, habe ich nicht. So. Na gut, die Fähigkeit muss jetzt aufgeladen werden, ne? Das ist jetzt das Wichtigste. Ist aufgeladen. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt machen sollte oder erst noch warten. Jetzt. Jetzt können wir den machen. Ah, okay. Okay, wir machen es einfach. Scheiße. Naja, der war jetzt nicht so gut, ne? Das war jetzt nicht so geil. Ich habe den nicht so gut getroffen. Aber er ist vergiftet, glaube ich, oder? Ja, ist er. Und wir haben auch einen guten Crit. Dankeschön. Also schwer ist er jetzt wirklich nicht. Okay, da muss man aufpassen, ne? Da muss man aufpassen. Wenn du da drin bist, dann bist du fast tot. Deswegen lieber Abstand halten. Und wegrennen, die ganze Zeit. Das hier, das ist übel. Okay. Und tschüss. Alter, der hat das geschafft, dieser Bastard. Der hat es geschafft, Wahnsinn. Er hat das wirklich geschafft. Halt dich lieber hoch. In die Kombo möchte ich nicht rein. Machen wir einfach. Ja. Er ist geschafft. Und jetzt werden wir auch noch Pulcinella noch mal machen.
und Pulcinella könnte ein bisschen übel werden. Werden wir mal sehen, ob wir den genauso machen können wie beim ersten Mal. Wir werden auch, wir lassen uns umbringen. Oder wir quitten aus. Und tragen auch die Maske von ihm und gehen so rein. Sicher ist sicher. Okay, der Schaden ist eigentlich gut. Ne? Was wir so machen. Ne? Ja. Ja, gut. Wir gehen eh einmal raus. Und tragen seine Maske. Am besten. Sicher ist sicher. So, was haben wir jetzt? Ne? Wir haben den Elementarkraft, wie gehabt. Das gilt auf jeden Fall. Und natürlich könnte man sich jetzt umskillen und den Kampfmagier rausnehmen. Ne? Weil das bringt uns ja hier eigentlich so gut wie nichts. Ne? So. Wir werden mal schauen. Wir werden mal schauen, dass wir... Weißt du, was für ein Crit wir machen? Hör mal schon. Ein bisschen Geduld haben wir jetzt. Ich weiß nicht, ob ich mit der Waffe oder ob wir jetzt wieder diese Neptuns Finger nehmen sollten. Wir werden mal sehen. Ich probiere erstmal die Waffe gegen ihn. Ich glaube, Neptuns Finger könnte ein bisschen besser sein. Oder? Ich weiß es nicht. Und der heilt sich ja dann auch, ne? Auch noch. Jetzt. Kein Dings. Ich glaube, die Strahlungswaffe war um einiges besser, definitiv. Ja, natürlich schaffe ich ja nicht mehr. Ne? Ja, das war dumm. Das war ziemlich dumm. Ja, wir wechseln die Waffe. Definitiv. Ach ja. Wir wechseln die Waffe. Vielleicht gibt es echt eine bessere Waffe, aber wir werden das so machen, wie wir das auch vorher gemacht haben. Und ich überlege mir auch, ob ich den Kampfmagier bei dem jetzt wegmachen sollte. Ne? Das werde ich auch machen nach dem Versuch. Ne? Nach dem Versuch machen wir das. Face your maker, wretched fool. Weil wir benutzen ja keine Magie. Let's... Oh mein Gott. Hat er sich schon geheilt oder was? Nee. Oder hat er sich schon geheilt? Check das jetzt gerade nicht. Aber so wenig Schaden. Ah, der heilt sich die ganze Zeit. Warum denn? Hä? Hey, warum heilt er sich denn? Hat er doch sonst nicht gemacht. Ha!
Okay, also der Crit natürlich ist, ja, der haut natürlich richtig rein, ne? Halt sich hoch, ne? Oh mein Gott. Alter, warum trifft mich das dann? Was ist denn los mit diesen Kugeln? War doch sonst nicht so, oder? War doch sonst nicht so mit den Kugeln. Ja, natürlich. Ist mir auch neu. Ist mir auch neu, ehrlich gesagt. Guck mal, wie was ist denn das? Was ist denn jetzt mit den Das war doch sonst nicht so, oder? Das ist ja total anders jetzt gerade. Mit den verfluchten Kugeln und so, ne? Das ist ja Wahnsinn. So, wir gehen mal zurück. Wir skillen uns mal um. Es war doch sonst nicht so komisch. So, dann machen wir die Wiedergeburt. Das lassen wir mal. Na, wir können sogar auf 70 Leben hochpushen. Wenn es überhaupt was bringt. Ich muss jedes Mal einzeln drücken, ne? Für jeden Level Up. Ich kann es noch nicht mal gedrückt halten. So, das wären, ja, 150 mehr Leben. Den pushen wir jetzt auf 50. Ja, ich glaube, Elementarist sollte ich trotzdem auf ein bisschen hochgehen, definitiv. Auch wieder auf 50. Das erhöht ja unsere Absorption. Das wäre schon okay. Und dann nehmen wir mal hier vielleicht auch 40, wenn es geht. Ja, geht sogar. Und wenn wir jetzt Elementaris weitermachen, ja, würden wir eigentlich noch gut, okay, bis 60, glaube ich, so. Bringen wir, ja gut, ich meine, was haben wir denn hier, 200? Elementarist, der macht auch den. Ne, Adora-Kraft ist das. Okay, das brauche ich zum Beispiel nicht, ne? Adora-Kraft. Deswegen werden wir das jetzt mal hier komplett. Ich mein, da kriegen wir nicht mal viel Leben, ne? Ich meine, ja gut, wir kriegen schon viel Leben. Immerhin. Letztendlich würde ich trotzdem. Gut, nehmen wir mal 75 und machen unsere Angriffskraft mal hoch. Dann nehmen wir 70. Fixer haben wir jetzt eigentlich ausdauermäßig gut. Gut, machen wir mal 60. 70 ist okay, glaube ich. Ja. Welter, the goddess of war. Carnage you would crave. Ja, klappe. Never sated. Was ich mir auch überlegt habe. Wir haben den ja gekrittet, ne? Und der Schaden war ja eigentlich ganz passabel, ne? Ob wir vielleicht doch den, Achso, Maske geht ja gar nicht. Stimmt. Ah ja, und außerdem... Nee, das ist ja auch egal. Doch, doch, Aspekt geht doch. Wir könnten einen anderen Aspekt reinnehmen. Der uns eventuell mehr Crit gibt, obwohl Elementarkraft...
Nee, lassen wir mal kommen. Wir lassen das mal so. Okay, passt. Ach ja. So, probieren wir noch mal. Ob das jetzt ein bisschen besser klappt oder ob das jetzt von Arsch war. Keine Ahnung. Aber ich wundere mich, dass die Kugel dich so krass jetzt verfolgen. Das war doch vorher auch nicht so, oder? Komisch. Ohne Mist. War doch vorher auch nicht so. Ja, guck mal. Das ist der Wahnsinn. Ich bin nach... Das verstehe ich nicht. Ja, danke schön. Ja, super. Ist ja ganz anders irgendwie, habe ich das Gefühl. Ja, wieso machst du denn keine schwere Attacke? Verstehe ich jetzt nicht. Er tut auch noch ausweichen, der Bastard, ne? Nice, Alter. Geiler Schlag. Lass mir aus, den hier nehmen. Dankeschön. Nein, nein, nicht den. Tja. Also ich sag mal, das wird schwierig. Ich glaube, ich sollte den vielleicht viel besser lernen mit mit Dings parieren und so. Aber wenn er dann die Kugel macht, dann bin ich voll hilflos, ne, irgendwie. Das meine ich. Wenn er das macht, und dann macht er gleich seine Gitarre nämlich, ne? Okay, ich konnte mich heilen. Okay. Geh, nimm doch mal jetzt die Waffe, Mann. Das gibt's ja nicht. Dass er die Waffe einfach nicht nimmt, ne? Okay, geh in deine fucking zweite Phase. Mach doch. Wolltest du doch, oder? Das ist mir total neu, was er macht. Ich muss das machen, es geht nicht anders. Weil die Kugel ficken mich so schnell, das ist ja unglaublich, ne? Also ich habe viel mehr Schaden gemacht in der NG Plus. Okay. Einfach Spam.
Halt dich. Okay, da war shit. Okay, jetzt wieder interessant. Waffe wechseln. Okay, wir haben ihn bei Hälfte, das ist okay. Ah, ich wäre gerne da. Ich hätte da stehen bleiben sollen. Das wäre so gut gewesen. Okay, jetzt wird es wieder interessant. Alter, was machst du denn jetzt auch noch für Sachen? Wahnsinn. Nein. Fuck you, Alter. Okay, tot. Mich vergiftet. Visier doch mal bitte an, Mann. Okay, da war wichtig. Da war auch wichtig. Halt dich. Schlecht. Fuck. Na ja, come on, Mann. Ein Crit wäre auf jeden Fall nice. Ein Crit wäre auf jeden Fall nice. Okay, das war Mist. Der war genauso Mist. Komm, mach nochmal, mach nochmal. Könnte was werden, ne? Komm, mach deinen Strahl. Also heilst dich wieder. Nee, heilst dich nicht, ne? Oh mein Gott. Okay, der war Mist wieder. Der war sowas von Mist. Nein. Nein, du Mistgeburt. Nein und nein und nein. Wir haben ihn gleich. Heil dich hoch. Oh, das ist unsere letzte Heilung. Fuck. Nochmal, nochmal, mach nochmal. Das war unsere letzte Heilung. Nein. Ah, das war knapp. Okay, das war knapp. Das war sowas von knapp, Mann. Oh, Mann, oh, Mann. Okay, der Crit ist aber richtig gut, ne? Muss man da was irgendwie was anderes machen, Mann. Weil wenn er die Kugel macht, weiß aber nicht was.
Nimm doch mal die Waffe, Mann. Ey, ich drück da drauf und dann wechselt die Waffe nicht, ne? Das gibt's ja nicht. Ja, was für eine Reichweite willst du haben? Ja, auf jeden Fall. Ich will eine fette Reichweite haben. Achso, du Mistgeburt. Ah, du heilst dich gar nicht. Achso, okay. Du heilst dich doch. Okay. Sehr schön. Habe ich gut pariert, hä? Du Bastard, du. Okay, ich bin tot. Ich bin tot. Alter, ich hab's überlebt. Scheiße. Na super. Ja, ich weiß nicht. Wir brauchen eine andere Waffe, oder? Ich brauche eine andere Waffe. Ich habe eine Waffe. Ich meine, die Giftwaffe war jetzt nicht so geil, oder? Ich meine, ich habe noch. Weiß nicht, ob ich vielleicht den hier nehme. Klaue von Evren hätte ich noch. Nehmen wir mal rein. Wir probieren mal den hier. Das ist so physisch und macht so Fiss mit den schweren Attacken. Wir probieren es mal. Vielleicht ist der geil. Ist auch so ein Säbel, schnelles. Wir brauchen mehr Schaden irgendwie. Ist der gut? Ich weiß nicht, ob der gut ist, die Waffe. Ich meine, wir haben eigentlich gut Schaden gemacht, ne? Wir haben einen guten Damage gemacht, normalerweise schon. Hast dich komplett hochgeheilt. Hast du gut gemacht. Nee, die Waffe, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Wechsel doch mal die Waffe, Alter. Wahnsinn. Der macht da immer so ein Ding daraus. Geile Reichweite, du Bastard, du. Ach so. Na super. Ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll. Irgendwie. Maker shall become Unmaker. Na komm schon, wie soll ich denn so schnell raus? Nein, das funktioniert so nicht mit der Waffe. Ich krieg viel zu wenig Heilung zurück.
Naja, das kannst du mit der B ist jetzt nicht so geil gewesen. Ich probiere noch eine andere. Ich habe noch eine. Nämlich. Die ist ein bisschen kürzer, aber. Wo ist denn die? Hä? Wo ist denn die? Hab da noch so eine Axt. Ah, da. Schwarzpulver-Axt macht, glaube ich, Grazia. Ansonsten gehen wir wieder zu unserer Hellebarde zurück. Wenn die Kugeln nicht wären, du, das wäre so geil. Was ist das für ein Schaden? Eigentlich gut, oder? Ist das gut? 1900? Nee. Hellebarde ist einfach viel besser. War extra gewartet, du Mistkerl, du. Also ich bin mir sicher, dass ich von den Kugeln weggerannt bin. Und danke, dass ich den jetzt gestunt habe. Ich bin mir 100% sicher, dass ich von den Kugeln weggerannt bin. Die haben mich nicht verfolgt wie ein ihrer Bastard. Hoffentlich tue ich hier irgendwas nicht verkacken. Warte mal. Wo ist denn mein Heim der Rückkehr? Wir nehmen wieder unsere Hellebarde. Ich glaube, das war am besten irgendwie. Ja, ja. Definitiv. War das. Neptuns Finger war am besten. So, okay. Nochmal. Der ist ganz anders wie im NG Plus, oder? Hundertprozentig. Guck mal, diese Doppelschlag, das hat er doch niemals so gemacht, oder? Ich bin da eigentlich so nach hinten weggerannt, ne? Aber guck mal, wie schnell die jetzt kommen. Wahnsinn. Das gibt's doch nicht. Die kommen viel zu schnell. Ich habe auch viel mehr Leben zurückbekommen, definitiv. Und ich habe auch keine Ahnung, warum meine Ausdauer so im Arsch ist, ständig. Macht viel zu wenig Schaden, ne? Okay, ja, der war scheiße, gebe ich zu. Keine Ausdauer. Sehr gut.
Der ist ja sich. Nur am Hochheilen, ne? Voll bescheuert. Gut gemacht. Ne, ich brauche viel mehr Schaden irgendwie. Und Pussy, alle du hast. Na, geht mir so auf den Sack. Und was bringt mir dieses perfekte Parry die ganze Zeit, ne? Was bringt mir das bitte? Was bringt mir das? Wie wenig die blauen... Wer ist es? Mann, ich sag nichts mehr, egal. Ich sag einfach nichts mehr. Aber irgendeine andere Waffe wäre geiler, glaube ich, ne? Ich meine, ich hatte den ja fast gehabt vorhin. So ein Mist. Okay. Ich meine, die Dinger bringen ja auch nichts, ne, oder? Ja, die bringen ja auch nichts, ne? Ich werde jetzt mal trotzdem versuchen, den Aspekt zu wechseln und dann gucken, was wir da was reinnehmen können. Warte mal. Nimm mal hier den, der mir alles hoch macht. Alles klar. Risiko. Jetzt wird er uns one-hitten. Aber vielleicht machen wir mehr Schaden mit dem Crit und so. Jetzt wird er uns one-hitten. Ja. Und wieder geht mein Controller nicht. Und nix. Noch nicht mal hier Maustastatur. Das Ding ist total im Arsch, das Spiel. Ich schwör's dir. Nix. Weder der Boss greift mich an, noch irgendjemand. Und tschüss. Wirst ja. Ich beende das gleich alles. Gut, starten wir. Komm. Hoffentlich ist dieser Bastard verbuggt da drin, dass ich den weghauen kann. So, so, so. Also NG Plus war da voll einfach irgendwie. Ich kann meine schweren Attacken nicht machen. Ich weiß nicht warum. Hä? Dieser Wichser, der tut sogar den einen ausweichen, ne? Ich hitte den 100.000 Mal und er hat noch so viel Leben, ne?
Bin einfach gestunt. Nee, ich weiß nicht, die Waffe ist komisch. Weiß nicht, keine Ahnung. I don't know. Immer mal wieder diesen Gift väterlichen. Da kann ich wenigstens schneller zuschlagen. Ich habe eigentlich guten Damage gemacht, oder? Kann es sein? Ja, auf jeden Fall. Alter! Warum habe ich das nicht vorher gemacht? Was ist denn das hier? Ah, ich habe echt guten Schaden gemacht. Keine Ausdauer, Dankeschön. Wollte ausweichen. Ah, hast du dich geheilt, du Hurensohn, du. Was geht denn jetzt ab mit mir? Mit mir, ja. Geil. Der wollte sich heilen, der Wichser. Oh, habe ich ihn unterbrochen. Ist doch auch nett, oder? Egal, halt dich hoch. Wir sind ziemlich gut dabei. Aber nicht mit dieser fucking... Okay, der war so gut, der Try. Jetzt fickt er mich hier mit dem Scheiß. Hört doch mal auf mit dem Scheißschild. Du Wichser, jetzt hau doch mal ab. Okay, ich bin tot. Nochmal gut geheilt, hä? Ah, das war Rettung in letzter Sekunde. Mach doch mal deinen Strahl. Ja, mach doch mal deinen Strahl, du Bastard, du. Endlich mal ausgewichen. Ohne Scheiß. Okay, wir haben ihn gleich. Ein Crit und dann ist er weg. Was ist mit meiner Ausdauer los? Ich verstehe das nicht. Okay. Ach, natürlich, Alter. Ah, das ist so ein Mist. Weißt du, jetzt habe ich den Crit gehabt. Ja, habe ich nicht aufgepasst. Schade. Das wäre es nämlich gewesen. Das wäre es nämlich gewesen. Heil dich schnell. Wenn du dich nicht heilst, bist du im Arsch. Keine Ausdauer. Einfach keine Ausdauer, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Habe ich hier Morettas Ding an oder was? Morettas Maske. Der Crit hat mir das versaut. Aber die Waffe ist gut. Genau, da, das ist echt eine super Waffe. Oh, wir haben sogar diesen krassen Ding. Ja, gut, von mir aus. Lassen wir mal drin, das war ziemlich geil.
Ich wollte Dings nehmen, die Ausdauer. Die Sachen, die meine Ausdauer erhöhen. Habe ich vergessen. Ich bleib einfach hier. Vielleicht schaffe ich das wieder. Wenn der sich heilen will, dass ich ihn kritten kann, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Er wird sich jetzt gleich heilen. Ja. Ach komm, ja komm. Nee, habe ich keinen Bock drauf. Schon wieder habe ich verkackt. Ich habe nicht aufgepasst. Da muss ich hier so bleiben von mir aus. Da habe ich nicht aufgepasst. Okay. Es wird aber immer besser. Immer besser, immer besser. Na, ich glaube, wir lassen mal hier diesen Aspekt. Das war nämlich ziemlich geil eben gerade, wo du den unterbrochen hast, ne? Vielleicht sollte ich auch drauf hinaus arbeiten, ne? Dass ich den erstmal ein bisschen pariere. Dass die Parries mehr sitzen jetzt. Dass er sich nicht heilen kann. Oder ist mir scheißegal, mach einfach. Ich bleib einfach jetzt hier, ist mir egal. Okay, wir könnten den eventuell, wenn der sich jetzt nicht heilt, brechen. Jetzt heil dich jetzt. Heil dich jetzt. Ja, ja, sehr gut. Sehr gut, du Bastard, du. Hast du gut gemacht. Der war gut, ja, der war gut. Gefällt mir, du Pussy. So, wir warten. Und wenn die erste Kugel kommt, wenn wir parieren, dann drücken wir einfach. Oh nein, das ist die beschissenste Attacke, die ich hasse. Hör doch mal auf, zweimal hintereinander, oder was, du Arsch? Das gibt's ja nicht. Ja, mach dir noch 100.000 Mal. Okay, er hat verloren, er hat verloren. Das war's. Das war's, mein Lieber. Das war's. Das war's. Du hast keine Chance mehr. Diesmal gebe ich den Sieg nicht mehr weg. Ja, ich wusste, dass das passiert, mein Lieber. Ja, du Wichser, du. Ja. Ich wusste, dass das passiert. Nein, nicht diese Attacke, du Wichser, du hau ab! Mit der habe ich am meisten Probleme irgendwie. Ja, schade. Wenn ich in der Nähe wäre, das wäre so cool. Bitte nicht die Attacke. Die kannst du machen. Oh, halt dich hoch. Okay, du bist gleich tot. Du bist gleich tot. Heil dich hoch. Wir haben 10 Heilung. Wir haben 10 Heilung. Heil dich nochmal hoch. Wurscht. Das war's. Pulcinella, das war's, mein Lieber. Egal, geh zurück. Geh zurück. Geh zurück und heil dich nochmal.
ich sehe nichts. Das. Der visiert einfach ab. Warum? Der visiert einfach ab. Das geben wir natürlich nicht her. Natürlich gibst du das nicht her. Mann. Das ist so ein Penner, ist das. Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht sein. Mann. Ey, das gibt's nicht. Hau ab. Jetzt gib mir ein bisschen. Wo ich bleib jetzt hier so einfach. Wo ich. Hau ab. Halt's Maul jetzt. Ich bin jetzt hier bei dir. Fick dich. Das interessiert mich jetzt nicht. Ja, hau zu. Und. End ab in dein Arschloch. Jetzt reißt mir aber hier. Ab 18 hier ist. Wir müssen mir. Wo ich jetzt. Heil dich hoch. Heil dich doch hoch, du Bastard. Du. Ja, heil dich hoch. Achso, du heilst dich gar nicht. Oh, Entschuldigung, mein Fehler. Aber das ist gut. Dann machen wir ein bisschen Parry noch. Bitte nicht heilen, bitte nicht heilen. Jawohl, sehr gut. Wir wollen hier Dings. Nicht heilen. Ich will nämlich jetzt den Crit, wenn er sich heilt, ne? Und das kriegen wir auch jetzt. Oder auch nicht. Oh, ja. Packt er mich ab. Naja, ich nehme jetzt schon über eine Stunde, 10 Minuten auf. Ne? Kann ich ja keinen Part draus machen, oder? Kann ich ja keinen Part draus machen. Oder ich lasse das einfach so. Einfach eine XXL-Folge. 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 Hast du dich geheilt oder was, du Pussy? Mhm. Nein, nein. Keine Ausdauer, ne? Genau in dem Moment. Genau in dem Moment, dass ich keine Ausdauer habe, wenn er sich fucking nochmal heilen will, ne? Ich hätte ihn jetzt wieder in der Hälfte gehabt. Achso, ich dachte vielleicht geht hier so, Mann. Ich hasse diese Attacke von dem. Okay, achso, ich wollte die ganze Zeit diese Ausdauer-Dinger rein. Ich habe voll viel Ausdauer, ne? Wahnsinn. Nehmen wir jetzt mal beide mal einmal rein. So, Hymne der Kraft, auf geht's. Verstehe ich nicht. So. So, Hymne der Kraft, Dankeschön. Willst du schallen, ne? Egal, ich bleib hier. Mach einfach. Nein, du wirst dich jetzt nicht nochmal heilen. Ich werde dich brechen. Ich werde dich brechen. Ich werde dich zu spät gebrochen. Ich hasse diese Attacke, habe ich schon mal gesagt? Ja, definitiv. Ich hasse diese fucking Attacke. Ja, ich muss echt gucken, dass ich seine blaue Leiste so weit habe. Und ich weiß, okay, ab dem Moment so ungefähr wird er sich heilen, dass wir sagen, wir heilen.
master of comedy laugh? Okay, wir haben ihn. Sehr gut. Der wird sich nicht heilen. Das ist natürlich sehr gut gewesen. Ne? Nochmal hier ein in den Arsch. Ne? Perfekt, sehr gut. Nehmen wir mal hier. Okay, das ist eine schwere, miese Attacke. Da muss ich aufpassen. Soll ich mal hoch ein? Ja. Easy, easy. So, jetzt. Okay, trotzdem. Schlecht. Hör doch mal auf mit dem Scheiß. Der macht so einen fetten Damage mit dem. Jetzt macht das wieder, gell? Der Hundesohn, du. Jetzt übertreibt er das hier mit der. Mach's jetzt nochmal, du Wichser, du. Yes, Baby. Halt's Maul. Ja. Why? What cruel machinations must betrayal be at the heart of my story? Halt's Maul. Halt's Maul. Er ist vorbei. Ja. Achso, jetzt können wir uns das nochmal anhören. Keine Ahnung, anschauen. Ja. Ich habe wohl diesen einen Boss verkackt. Baldivino oder wie der heißt. Das ist ja kein Problem, da kann ich ja schnell hin. Da muss ich ja eigentlich nur einmal Curtis besiegen. Und danach muss ich ja schnell in das Hub. Und dann sind ja beide Wege eigentlich auf, ne? Da kann ich ja den Baldivino auch noch schnell machen. Und dann, ja, dann ist bei mir die alle Fähigkeiten, alle Waffen, Trophäe verbuggt. Da kann ich leider jetzt nichts machen. Ist verbuggt, ist verbuggt. Das Spiel hat einige Probleme, definitiv. Wir haben es jetzt dreimal durchgespielt. Und ja, dann gibt es noch die eine Trophäe mit den Einträgen. Und ich muss echt zugestehen, ich habe keine Lust, jetzt explizit diese Trophäe zu jagen. Ne? Das ist die einzige Trophäe, wo ich sage, nein, okay, ich mache das nicht. Das werde ich nicht machen. Die werde ich vielleicht irgendwann so oder so bekommen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich eventuell noch einen Livestream mache, wo ich einmal in das nächste NG gehe, also in unseren vierten Durchlauf, dass ich da vielleicht mal so einen Stream mache, hin und wieder mal, und halt einfach die Gebiete durchmache, einfach locker easy, ohne Aufnahme halt, ne, im Livestream. Und dass ich die Trophäe so oder so dann bekomme, ne? Ich meine, du musst ja nur die Gegner plätten, ne? 50 Mal? Ich weiß ja auch manchmal mehr, weil du brauchst ja immer diese Einträge, Teil 1, Teil 2, Teil 3, ne? Und das möchte ich mir jetzt nicht antun, da ist mir wirklich dann die Zeit schon zu schade. Ich meine, ich weiß nicht, wie man darauf kommt, sowas reinzubauen. Ich meine, will man die Spieler da irgendwie festbinden oder irgendwie dazu zwingen, was man dann machen muss? Du musst das machen. Das macht ja auch keinen Spaß, ne? Irgendwo. Ich meine, du musst das Spiel sowieso, wenn du es regulär spielst, dreimal durchspielen, ne? Um drei Enden zu bekommen. Was wir ja auch gemacht haben, wir haben auch keinen Speicherstand oder so benutzt. Wir haben es dreimal durchgespielt.
Und dann ist dann auch irgendwie genug. Ich meine, das Spiel ist ja jetzt auch jetzt nicht so geil, dass du sagst, oh, jetzt gehe ich ins NG 4, 5, 6, 7, 8, 9. Macht das endlos. Zumal das einige Fehler hat, das Spiel. Definitiv, weil die Gegner müssen mal ein bisschen mal besser angepasst werden. Die sind viel zu schnell, die stehen viel zu schnell auf, die spammen einfach viel zu schnell. Die schießen auch Pulcinella. Das ist, ja, das ist ja, das muss so ein bisschen angepasst werden. Ne? Es gibt auch viele Fehler, das Spiel stürzt ab. Ne? Das Spiel, du gehst in den Bossraum, es passiert nichts. Ne? Du, wenn du zu schnell vielleicht Dialoge skippst, bleibt es hängen. Ja, was soll ich dir sagen? Und es, die Trophäen sind verbuggt. Es ist immer noch kein Update raus. Wir haben heute, glaube ich, den, was sind heute? Heute ist der dritte? Ja, heute ist der 3.10. und so. Ja, und bitte, mach doch mal da was. Ja, da ist immer noch nichts rausgekommen. Aber egal, Hauptsache, die haben einen Souls-like-Modus noch reingenommen. Ja, nachhinein. Und die haben auch so eine Roadmap veröffentlicht. Ja, das soll bis März, da sollen da einige Sachen kommen. Mit dem März-Update soll da noch so Waffenfähigkeiten, ne? Also die Animation von den Kategorien, dass die sich halt, dass sie da Animation reinmachen. Hallo, sowas macht man vor Release rein, bitte. Wem interessiert denn das Spiel? Mich interessiert dieses Spiel dann März schon lange nicht mehr. Eigentlich interessiert mich dieses Spiel jetzt gar nicht mehr. Ja, es ist für mich jetzt vorbei. Ja, für mich zählt jetzt diese Erfahrung, wie das Spiel rausgekommen ist. Und ist mir scheißegal, wie das im März dann angepasst worden ist. Oh, da, Animation, hier, geil. Die Trophäen wurden gefixt und... Ja, bitte, ja, gut. Es hätte eigentlich ein super gutes Spiel sein werden können. Also, ich gebe hier eine 7. Aber wirklich gerade an der Grenze zu... runter zu 6. Ich gebe da eine 7 für das Spiel. Meine, natürlich hat es Spaß gemacht, ne? Okay, NG Plus wollen wir nicht. Ich werde jetzt nochmal so machen, dass ich bis zu Baldovino spiele und mir noch die Trophäe da hole. Ich cut das einfach hier rein. Ja, ich gehe auch jetzt direkt ins NG Plus 3, neues Spiel 3. Also ins NG 3.3 gehe ich jetzt hier rein und dann cutte ich das einfach. Ich spiele jetzt bis... sag du bist Curtis. Wenn ich Curtis habe, gehe ich ganz schnell zu Dings. In das zweite Gebiet. Wer ist das? Ja, kenne ich den überhaupt, den Kopflosen? Was weiß ich. Ja, ich glaube schon. Okay, also dann... werde ich dann reinkatten und dann können wir noch mal hier, wie sie was reden oder so. Aber das ist der, ne? Der ist die Maschine, ne? Das habe ich echt vercheckt die ganze Zeit. Und? Die Trophäe haben wir bekommen. Okay. Wahnsinn. Okay, wir haben sie bekommen. Wir haben die Trophäe bekommen. So, dann fehlt uns nur noch 3 Trophäen. Einträge und alle Waffen und alle Fähigkeiten. Alle Waffen, alle Fähigkeiten, wie gesagt. Die sind verbuggt. Die habe ich nicht bekommen. Ich habe nach dem Guide geschaut. Ich habe alle Waffen gefarmt und alle Fähigkeiten habe ich auch drin. Sind 69 Stück. Ja, und alle Einträge, da habe ich jetzt aktuell jetzt keine große Lust zu farmen. Gut, mit den verbuggten Trophäen, da kann ich leider jetzt nicht ändern. Da kann ich leider nichts machen. Es gab kein Update, der das behoben hat. Vielleicht... wird es beheben, ob die dann automatisch aufploppen, ist auch wieder so eine Sache, ne? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist dieses Projekt für mich jetzt erstmal beendet und ich werde eventuell dann bei mir dann mal einen Livestream starten, ne? Wo ich dann hier in diesem vierter Durchlauf, den vierten Durchlauf einfach mal im Stream gemütlich dann jeden einzelnen Gegner plätte, schlage, nochmal einsammle, die Quest alle mache und ja, und dann gucken wir, vielleicht kriege ich ja dann die Einträge dann, weil ich habe jetzt auch keinen Bock jetzt da zu gucken, welche Einträge habe ich nicht und die Gegner muss ich dann noch so oft dann runterhauen, ne? Da habe ich echt keine Lust drauf, das zu machen. Ja. Das sind halt hier die Einträge. Weiß nicht, was mir fehlt. Teil 1, Teil 2, Teil 3, Teil 4. Meistens steht da auch abgeschlossen. Ne? Zum Beispiel, wo steht das denn?
Ja, genau, beim Herrscher steht abgeschlossen, Gerechtigkeit abgeschlossen, was auch immer das war. Ich meine, ich kann das ja auch nicht zuordnen, Kraft abgeschlossen, was das jetzt unbedingt war, ne? Ich weiß halt nicht, was das jetzt war. Mangelnde Gefäß der Veränderung, Teil 3, keine Ahnung, ob es noch ein Teil 4 gibt, wo soll ich das wissen jetzt? Da gibt es auch jetzt keinen Guide, ich glaube, da wird auch keinen Guide dazu geben, irgendwo im Internet, weil das ist also einfach nur, zum Beispiel hier, Quinta, Krabbler, der Krabbler, da habe ich noch nicht mal Teil 2 und so bei den Krabblern. Ne? Wie ich schon gesagt habe, im zweiten Gebiet gibt es da so eine Krabbe, den musst du wohl 50 Mal machen und das ist ein Weg dahin, jedes Mal vom Checkpoint dahin laufen. Ja, weißt du, dann brauchst du da, keine Ahnung, 2-3 Stunden. Wie bescheuert ist das dann bitte? Naja. Auf jeden Fall, ja. Ich hatte eigentlich schon meinen Spaß gehabt, letztendlich mit dem Spiel. Ich habe ja schon vorhin gesagt dazu, ja, was soll ich jetzt noch großartig sagen? Es ist vorbei, es ist jetzt somit beendet. Ne? Das ist, war jetzt der letzte Part erstmal. Wenn es, wenn ich da jetzt noch die Einträge, also explizit werde ich die Einträge echt nicht farmen, nee, das ist mir dann zu viel. Da ist mir echt die Zeit schade dazu. Aber wie gesagt, wir sehen uns dann vielleicht dann im Livestream oder so. Ja, danke fürs Zuschauen. Danke alle Leute, die bis hierhin zugeschaut haben. Aber jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss mit lustig. Ja. Jetzt hören wir auf und dann gucken wir, wo wir uns dann beim nächsten Mal sehen. Ich werde eventuell auch noch den Titel und die ganzen Thumbnails noch ändern, weil ich habe ja geschrieben, bis zu Platin. Gut. 2 Trophäen, die verbuggt sind, da kann ich jetzt nichts dafür. Und eine Trophäe mit den Einträgen, das ist mir echt absolut zu dämlich und zu blöd, das zu machen. Ja, alles klar. Dann sage ich nochmal danke und macht's gut und bis dahin. Bye, bye.